Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Nebenaufgabe, eine neue Motorklinge 2 anzunehmen bei Sid in Hammerhead, nachdem ihr die Nebenaufgabe eine neue Motorklinge erledigt habt. Beides ist am Anfang von Akt 2 anzunehmen. Eine neue Motorklinge blende ich euch jetzt rechts oben ein als Infokarte, damit ihr wisst, wovon ich spreche. Bei einer neuen Motorklinge 2 soll man Sid eine Glassphäre besorgen. Soweit ich weiß, gibt es im Spiel mindestens 2, die einfach so in der Landschaft liegen. Ich werde euch jetzt eine Fundstelle zeigen. Steigt in das Auto. Und die Glassphäre, die ich meine, befindet sich hier in diesem Gebiet bei Cap Game. Ich fahre jetzt aber nicht diese Ortschaft an, weil man da wirklich auf den Straßen entlang fährt. Wenn man aber diesen Parkplatz hier ansteuert, bekommt man einen kurzen Ladebildschirm, je nachdem wie man es sieht. Ich finde ihn kurz im Vergleich zum wirklichen Autofahren. Und dann ist man schon an diesem Punkt. Direkt zum Ziel reisen. Ja. Sollte jetzt nicht so lang dauern. Ich werde euch komplett zeigen, bis man die neue Motorklinge wirklich bekommt, also auch mit der Nebenaufgabe bzw. Aufgabe, okay, die man zusätzlich erledigen muss, damit Sid die Motorklinge anfertigt. So, jetzt sind wir bei dem Parkplatz, wieder einsteigen und dann wähle ich die Ortschaft aus. Ja. Lasst nichts liegen. Und von hier aus ist es nicht mehr so weit bis zu Cap Game oder wie man das auch ausspricht. Ich hoffe, es passt. Man kann ein bisschen die Landschaft genießen. Höchste Zeit, dass wir eine Tankstelle finden. Das Meer. Ansonsten kann man auch AFK gehen und sich einen Kaffee holen oder was essen, sonst was. Aber es dauert wirklich nicht lang. Hab schon fast die Hälfte des Weges. Jetzt sind es nur noch 800 Meter und es geht schnell. Hinter der Brücke ist auch schon der Parkplatz. Ich weiß gar nicht, wieso auf der Karte es als Ortschaft eingezeichnet ist. Was soll's? Vermutlich, weil da ein Händler ist. Nacht. Wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. So, hier könnte man auf den Chocobo steigen oder einfach so laufen. Aber der Weg ist nicht weit, deshalb
laufe ich einfach so hin. Nettes Türmchen. An dieser Stelle sicher sehr windig da oben. Der Hinweis, aber die Aussicht ist bestimmt gut. Dass, falls euch das Video hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben und oder abonnieren, würde mich sehr freuen. Was eventuell auch euch hilft, ist, wenn ihr das Video teilt, weil je mehr Leute das Video kennen, umso mehr können euch Fragen beantworten, falls ihr welche habt. Gleich bin ich auch schon angekommen an der Stelle, wo die Glasfähre liegt. Und zwar hier. Da liegt sie. Aufheben. Nicht wundern, die Nebenaufgabe wird nicht aktualisiert. Da passiert einfach nichts. Ich habe sie jetzt einfach. Ihr könntet theoretisch auch die Glasfähre zuerst aufsammeln und danach die Nebenaufgabe annehmen. Gleich bin ich wieder beim Auto. So, automatisches Fahren, Parkplatz, nach Hammerhead muss man wieder, da ist es. Ladevorgang sollte wieder nicht sehr lang dauern. Na komm, jetzt. Wer will was essen? Sehr schön. Dann ab zu Süd. Ja. Gut. Ich melde mich, wenn ich fertig bin. Warten bringt in dem Fall nichts. Ich werde jetzt einfach einen Jagdauftrag erledigen. Und das sollte funktionieren dann. Mann, wie das duftet. So. Esst ihr auch ordentlich? Was kann ich für euch tun? Jagd? Geht ihr für uns auf die Jagd? Ungezieferbeseitigung. Ich nehme mal den Jagdauftrag an. Also mutig, mutig. Ja, ist Level 5. Passt auf euch auf. Beziehungsweise Stufe 5. Ist aber egal. Dann Chocobo. Dann ist man gleich im Jagdauftragsgebiet. Los, Kleiner. So. Wir haben so viel gemeinsam. Aber ich habe bestimmt keine Chance bei ihr. Prompto ist schon wieder am Tagträumen. Wenn all das vorbei ist, gehe ich sie in Hammerhead besuchen. Die Gegner sind jetzt nicht sonderlich stark. Das heißt, ich werde sie vermutlich mit einem Schlag töten. Bin ich auch schon. Steig ab. Vielen Dank, oh, mein kleiner Chocobo. Ist okay? Ja, ich komm klar. Hey, lass den Quatsch. Das war keine Absicht. Niemand gern. Du bist ja richtig in Fahrt. Kinderleicht. So. Noch eins. Jagdziel erblickt. Alle fit? Und wie? Weiter geht's.
Ich mache zurück zum Regalia. Hätte auch einfach mit dem Chocobo laufen können. Wäre vielleicht unterhaltsamer gewesen. Ja, okay. Aber es ging flott. Dann gebe ich den Jagdauftrag ab. Komm mit, Nocht. Der Wagen ist überholt und betankt. Ach, du bist es wieder. Gute so. Arbeit. Wenn ihr Sid die Glasfähre gebt, dann kann es sein, dass ihr noch die Motorklinge ablegen müsst, falls ihr sie angelegt habt. Ich hatte aber ein anderes Schwert, deshalb hat er nichts gesagt. Nun ganz wichtig, übernachten. Ab ins Bett. Und sobald es wieder morgens ist, dürfte ich einen Anruf bekommen, dass die Klinge fertig ist. Ja, da ist er. Ja? Ich bin fertig. Also komm. Auf zu Sid. Hey, morgen. Da bist du ja. Hier. Die Waffe. Aufgabe abgeschlossen. Hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben. Würde mich sehr freuen. Ich lege jetzt die Waffe noch an. Hoppala. Ausrüstung. Noctis. Und wie man sieht, hat die Motorklinge wesentlich mehr Schaden. So. Ciao.